Die Musikpsychologie kann sich jetzt nicht konkret in Produkte umsetzen lassen, dass man sagt, am Ende halte ich einen CD-Spieler in der Hand, weil wir den Laser erfunden haben. Wir sind keine Ingenieure, aber wir können zeigen, wie funktioniert die Psyche, wenn sie mit Musik zusammenkommt. Also wir sind ja an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule tätig hier. Und wir sind eine kleine Minderheit mit der Wissenschaft. Die Mehrheit sind Instrumentalisten und Sänger und Performer, die das machen. Ich glaube trotzdem, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, wie die Instrumentalisten und die ausübenden Künstler noch ein bisschen vielleicht gewinnen können, indem wir ihnen Dinge bewusst machen, die vielleicht bis dahin eher intuitiv gehandhabt wurden. Also zum Beispiel, wie gestalte ich eine optimale Bühnenperformance? Wie schreibe ich einen Song, der Ohrwurmcharakter hat? Wie muss der Schlagzeuger spielen, damit es richtig groovt? Und am Ende, wie viele Versionen müssen im Studio hergestellt werden, bis die beste für die CD-Produktion gefunden wurde? Und das sind exakt die Fragen, die uns auch interessieren und wo wir mit den Mitteln der Musikpsychologie denken, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Ich glaube, der Standort Hannover ist deshalb einzigartig, weil er durch ein hohes Maß an Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teildisziplinen charakterisiert ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wenn wir wissen wollen, warum Virtuosen auf ihrem Instrument etwas außerordentlich gut machen können, außerordentlich schnell spielen können oder komplexe Dinge tun können, dann ist das einerseits eine Frage, die die Musikpsychologie interessiert. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Komponente, die würde ich Motorik nennen. Und die Sensomotorik wird in Hannover in der Musikermedizin sehr genau untersucht, nämlich bis in den Millisekundenbereich hinzuschauen, wie gut können Leute einen Trommelstock kontrollieren, wenn sie sehr schnell einen Trommelwirbel spielen. Und so können wir die Grenzen des Machbaren, was der Mensch leisten kann, feststellen, auf der anderen Seite aber auch die Wirkung auf den Zuschauer untersuchen. Und das ist, was uns interessiert als Psychologen.